Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Valley. Wir sind in der Soma-Fabrik, haben tatsächlich einen Weg reingefunden und momentan erforschen wir hier einfach die Räumlichkeiten. Das ist ja auch das, was wir tun sollen. Und erfahren so nach und nach, was hier so los war. Ne, weil die hatten nämlich Probleme bei ihrer Forschung. Hier steht's auch, da haben wir einen Infrastrukturbericht. Ja, und der Reaktor und der Terminal Diffuser, also die Kühlung vermute ich mal, die sind instabil. So. Geworden. Okay, und sie mussten, and must be located both far apart and underground to ensure. Gut, und die mussten da, ja, mussten irgendwas machen, was auch immer, um die Gefahr zu bannen, die wegen, naja, ne, wegen Instabilität entstehen könnte. Und deswegen wurden lange Belüftungssysteme, da durch Einzelmeier gekommen, Belüftungssysteme benötigt, damit die kalte Luft, ja, die sind doch im Mountain, weil ich mich in der letzten Folge noch gefragt habe, ob sie denn in den Berg reingebaut haben, also tatsächlich. Das heißt, die haben Belüftungssysteme gebraucht, damit kalte Luft in den Berg kommt. Und, angenehmerweise war es tatsächlich so, dass sie einen alten Tunnel gefunden haben, der ganz tief hinab in das Herz oder, in das Zentrum des Bergs führte. So, und dann haben sie auf der Seite, haben sie die Kühlung gemacht und die Waffenseite. Ja, genau. Und die beiden sind über die Untergrundbahn miteinander verknüpft. Okay, gut zu wissen. Ja, diese Forschung hat echt Schwierigkeiten aufgeworfen. Ja, das haben wir schon angeguckt. Lass mal kurz hier noch rumschauen. Da hängt wieder was. Wieder so ein Help Me, oder? Ne, ist wieder das Memo. Ja. Okay. Meine Güte. Das ist also quasi die Erinnerung, dass alle Arbeiter, weil ja keine neuen mehr nachkamen, dass alle Arbeiter mehr arbeiten müssen und wenn es dann irgendeiner glaubt, nicht mehr aushalten zu können, dann, oh, da ist eine Kiste. Gut, dass wir rumgeguckt haben. Dann sollen die sich bei, ja, bei irgendwie einem Vorarbeiter oder sowas melden. Gut, okay. Ich sehe jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr. In der letzten Aufnahme war es ja so, dass mir die Sonne ins Zimmer schien und dann sehe ich immer nicht so gut. Ja, warum? Weil der Bildschirm plötzlich sehr hell wird. Und in dunklen Szenen ist dann oft gar nichts mehr zu entdecken. Ich glaube, wir haben hier jetzt alles durch. Ja, da haben wir über die... Ne, hier waren wir noch nicht drin, oder? Waren wir hier schon drin? Ich weiß es gar nicht. Ah, ein Psychologe. Aha. Ja, und der berichtet, dass einige Wachen berichtet haben, dass sie nachts irgendwelche großen Kreaturen gesehen haben. Ach du Scheiße. Ja. Ja, und manche sind davon ziemlich, ziemlich entsetzt. Mhm. Gut, und ich... it might just be that being stuck out here in the middle of nowhere for so... Ja gut, also es ist eigentlich zu erwarten. Also ich vermute, ich interpretiere da jetzt rein, dass es durchaus zu vermuten steht, wenn man hier so isoliert ist, dass es dann zu solchen... Ja, zu solchen Erscheinungen kommt. Aber by the way, trotz allem... Muss noch mal gucken. Und dass man das gesamte Personal neu überprüft. So, und hier ist noch eine Note. Ja, auch hier wieder der Aufruf, alles, was irgendwie verdächtig ist, zu melden. Und wie wir auch schon vermutet haben, ist es tatsächlich so, dass die Isolation Auswirkungen auf die Leute, die hier arbeiten, hatte. Mehr Arbeit, abgeschieden, irgendwelche merkwürdigen Erscheinungen. So, ich glaube, jetzt haben wir aber wirklich alles hier. Ich habe euch ja gesagt, alles, was wir finden, lesen wir. So, jetzt ist die Frage, wie geht's denn weiter? Das haben wir auch schon gelesen? Ja. Dann Probleme mit der Forschung. Also da kann es einem schon, wenn man dort ist, schon mal ganz anders werden. Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Das Gebiet haben wir noch nicht richtig angeguckt, aber ich glaube, da ist auch nichts mehr. Nee. Von da oben sind wir gekommen und sind runtergebrochen im Kampf gegen den Amoriter-Schwarm. Jetzt gucken wir uns noch kurz hier oben um, bevor wir weitergehen. Tja, aber da scheint nichts mehr, oder? Nein. Keine Neuigkeiten mehr, oder doch?
Okay. Ja, die Vorräte sind auch so nach und nach zur Neige gegangen. Deswegen werden alle gebeten, mit den Vorräten vorsichtig umzugehen. Mann, die sind hier ganz schön in die Bredouille gekommen durch die Isolation und vielleicht auch durch die Schwierigkeiten, die sie hatten. Was war denn das jetzt? Ist hier irgendwo ein Licht ausgegangen? Ah. Gott, ich kann mit den großen Kreaturen und den Schatten, da ist man ganz unwohl. Ah, Kiste, her damit. Nochmal ein Energy Upgrade. Ja. Gut, okay. Da hat einer herausgefunden, dass es, ja, dass es ein Waffenprojekt ist. Der hat es noch nicht gewusst. Die Arbeiter selber sind da ja nicht so informiert, habe ich rausgelesen. So, und er hofft, dass er mehr rausfindet. I just wish I could talk to my family back home. Tja, let them know I'm doing okay. Und er würde gerne mit seiner Familie sprechen, aber hat keine Chance. Er würde ihnen gerne mitteilen, dass es ihm gut geht. Okay. Ja klar, die machen sich ja auch alle Sorgen. Das muss man sich mal geben. Ja, okay, dann haben wir hier alles, glaube ich. Sonst noch irgendwas? Ah, ach. Man wird schon ein bisschen schreckhaft. Also vor allen Dingen, seit ich gelesen habe, dass es Schatten und große Wesen gibt. Bislang war das ja kampfmäßig keine Herausforderung, weil wie gesagt, für dieses Spiel nicht wichtig. Hier geht es um die Entdeckung und um die Geschichte. Und das kommt mir natürlich sehr entgegen. So, okay, dann geht's hier jetzt weiter. Lass schauen, von da sind wir gekommen. Ja, dann geht's da weiter. Also dann hier mal rein. I can't believe it. I'm almost at a loss for words. This is the discovery of a lifetime. No, no, of the 20th century. Have I found Schrödinger's cat? This is beyond my wildest imagination. As a result of the reaction between the Amrita energy and the Pathfinder's own life force, they experience what I have dubbed quantum death. When a Pathfinder dies while wearing the suit, their consciousness branches into a new reality, unharmed. They achieve quantum immortality. Ja, da geht's nochmal. Also der ist jetzt wirklich völlig erregt. Ne? Also ich glaube wirklich, dass der crazy wurde, paranoid. Also, ne? Also die Sprecher sind echt auch gut, die da lesen, weil das war jetzt ziemlich deutlich, dass der immer erregter wird. Da hat er nämlich rausgefunden, ja, irgendwas mit diesem Quantum Death. Wenn die sterben, die Pathfinder, dann werden die in eine andere Realität katapultiert. Tja, was jetzt er damit aber macht, das habe ich nicht recht kapiert. Auch da wäre es hilfreich, wenn der eine oder andere, der des Englischen besser mächtig ist, das vielleicht nochmal in die Kommentare schreibt. Also so überhaupt noch irgendwer zuguckt, ich weiß es nicht. Mich begeistert das Spiel ja total. Ich weiß bloß nicht, ob das zum Zugucken was ist. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal Pieps sagen. Okay, alles klar. Sei es drum. Wir suchen jetzt weiter. Wir sollen den Live-Seed finden. Das steht hier ganz deutlich. Machen wir erstmal Licht an, damit es nicht ganz so dunkel ist. Jetzt sind wir schon wieder in so einem riesigen. Ist das hier die Kantine? Sieht aus wie die Kantine, ja. Das ist definitiv die Kantine. Hier ist alles noch. Das ist, als seien die geflüchtet. Oder hätten sich einfach in Luft aufgelöst. Ja, mit dem Medaillon 24 haben wir jetzt schon. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen. So. Someone talked. Das sind diese. Oh Mann, das sind so Plakate. Das kommt mir so ein bisschen vor wie in einer totalitären Gesellschaft, wo solche Plakate zu irgendwelchen Verhalten aufrufen. Was steht da? Let's all work together, ja, diese. Wow, furchtbar. Ich hasse das. Ich hasse das und ich befürchte nicht, dass wir diesen Dingen jetzt noch, obwohl wahrscheinlich schon in der Realität häufiger begegnen werden. Diese Plakate. Echt totalitäre und faschistisch irgendwie. Apply at your National Service Office. Oh Mann. Gut, egal. Wir gucken, ob wir noch irgendwelche Infos finden oder Kisten. Komm, nee, da ist nichts. Wo sind die nur alle hin? Was ist mit denen passiert? Jetzt höre ich hier fliegen. Wo kommen die her? Da geht jetzt, okay, da geht was auf. Fliegen, fliegen, fliegen. Okay, alles klar, jetzt weiß ich, was das bedeutet hat.
Hier ist ein Amritterstar. Komm her. Ja, und befriedet. Hallo. So, dann holen wir uns auch gleich die Energie. Komm her. Brauch deine Energie. Erst geben wir sie ihm, dann nehmen wir sie ihm. Egal. So. Und dann lag da ein Zettel. Ja, genau. So, was ist hier? Note from Researcher Miller. Okay. Also heute hat er mit allen von diesen Wächtern oder diesen Waffen gesprochen, die hier immer so rumlaufen. I asked him if he was keeping an eye on things. Boah. I don't think he got it. Ja, ich krieg's, versteh's auch nicht. Jedenfalls hat der Miller die Wache irgendwas gefragt. Was keeping an iron thing? Boah, keine Ahnung. Habe ich jetzt keine Vorstellung, was es mir sagen will. Das heißt, dass dieser Miller irgendwas vermutet. Ist jetzt wieder meine Interpretation. Und dass die Wache aber nicht kapiert hat, was der wollte. Das stand jetzt tatsächlich da. So, sonst noch irgendwas? Da geht's noch irgendwo rum. Ah, muss ich darüber springen? Ja, sonst springen wir halt. Ich finde ja, dass die Stimmung, die hier sich so nach und nach entwickelt hat oder haben muss, unglaublich gut dargestellt ist. Es ist erstaunlich, was man mit Textnachrichten machen kann, wie dicht man erzählen kann. Ich bin ganz fasziniert, echt. Charlotte Smith, das ist die Psychologin. Da haben wir von der letzten Folge auch schon was gefunden von ihr. Oder war es in dieser? Ne, ich glaube in der letzten. Okay. Ja, sie sagt, dass sie so langsam in eine kritische Phase kommen hier, weil nämlich die meisten, die hier auf sich aufhalten, mittlerweile in eine kritische Phase kommen oder beziehungsweise so am Breaking Point sind. Aufgrund der Isolation von Familie und Freunden und der vielen Stunden, die da, oder der vielen Überstunden. Gut, und das nimmt ihnen die Moral. Dennoch sind die meisten noch mental stabil. Gut, okay. Das concern me, was heißt to concern? Oh Gott, ich müsste es eigentlich wissen, ich weiß es nicht mehr. Ja, der Fischer... Was auch immer. Okay. Naja, ich habe ja gesagt, ich übersetze es euch, soweit ich kann. Jedenfalls kommen die langsam an den Punkt, wo nichts mehr geht. Auch wenn die meisten noch einigermaßen stabil sind, aber es wird kritisch langsam. So, Charlotte Smith. Die Psychologin. Hier Psychologin zu sein, das muss auch unheimlich sein. Gott, überlegt euch mal, ihr seid da eingesperrt. Mich da irgendwo hin? Da komme ich her. Ne, da komme ich her. So, jetzt gucken wir uns noch da oben um. Da waren wir nämlich noch nicht. Da können wir... Das sind die Archive, ja. Gut, okay. Da drüben wird es nachher weitergehen, denke ich mal. Gut, aber hier ist nichts außer Energie. Gut, dann hüpfen wir mal dahin, wo der Amritterschwarm herkam. Ich hoffe, dass da noch irgendeiner ist. Waschraum. Oh, Waschraum und Toiletten. Schön. Okay, ja, das muss es auch geben. Findet man da irgendwas? Kann ich Tür aufmachen? Nee, kann ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir in diesem Spiel irgendeine Tür öffnen werden. Spinde? Nee. Okay. Ich würde irre werden, wenn ich hier eingesperrt wäre, ehrlich. Ja, da geht es nochmal darum, dass diese Leaf-Suit eben Leben und Tod manipulieren kann. Using God Hand. Ja. Dank der Amritterkraft, die wir von den Orbs haben. Wir können den ultimativen Soldat kreieren. The Mark II Success will herald a new wave of... Ja, also.
Der ist ganz hin und weg von den Möglichkeiten. Hier ist auch noch eine Nachricht. Private Matthews schreibt. Ah, da geht's um Edwin und Virginia. Guck mal einer an. Edwin Hall und Virginia. Die beiden, die sich fraternisiert haben. Ja, und der, naja, wenn er sie beobachtet, dann muss er grinsen. Die wissen nämlich alle, dass, oder alle wissen, dass es verboten ist, romantische Beziehungen einzugehen. Mhm, so genau. Und er fragt sich, warum der Edwin mit einer Frau rummacht, während, okay, gut. Und er fragt sich, wie kann also der Edwin Hall diese Frau bevorzugen, während alle anderen Poker spielen? Da meinen sie wahrscheinlich die Squads, die Pathfinder Squads. Okay, ich mach mal hier hoch. Scheint mir der richtige Weg zu sein. Mach mal Licht an. Dann ist mir immer ein bisschen wohler. Ach nee, da geht der. Ah, okay. Quantum Research. Das mit dem Quantum habe ich noch nicht so recht kapiert. Oh. Ja, das ist alles nichts Neues, oder? This spectacular valley. Okay, wie auch immer. Quantum Delft heißt wahrscheinlich Quantum Delft, weil man in eine andere Realität übertritt. Naja, ist auch egal, das hören wir uns jetzt nicht an, weil der macht ja eigentlich nichts anderes, als den Suit anzupreisen. Wir machen jetzt hier runter. Oh Mann, ey. Produce bombs of unparalleled yield. We rely upon the life seed, housed within a reactor found deep underground beneath the Soma facility. By harvesting the high energy yield orbs found within the valley, we pass their energy through the life seed, which acts as a sort of amplifier, magnifying the energy to unprecedented levels. The explosives we create here will dwarf anything the Manhattan Project could ever possibly fathom. Oh Mann. Ja, der hat wirklich eine echte Rivalität zum Manhattan-Projekt und zum Oppenheimer. Und so langsam begreife ich das. Die haben die Amrita-Energie, die sie dem Tal entnehmen, haben sie durch diesen Life-Seed, den sie gefunden haben, geleitet. Und dadurch wurde das noch deutlich mächtiger. Und die Bombe, ja, die wird wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, die wird wohl die Welt, oder wenn sie fällt, in eine andere Realität bomben. Irgendwie sowas. So. Machen wir erstmal Licht an. Da vorne ist die Kiste und hier ist noch ein Zettel. Gut. Also gut. Der hat einen toxikologischen Bericht. Aufgrund Fatality. Was ist ein Fatality? Okay, also jedenfalls hat er irgendeine Autopsie gemacht. Wahrscheinlich vom letzten, vom letzten Pathfinder, der verstorben ist. Oder nehmen die die als Versuchsobjekte? Okay, und irgendwas, ein DXIX, führt zu Herzproblemen, oder? Cardiac Arrest. Okay, und deswegen müssen sie das Problem möglichst schnell fixen. Wie auch immer, offensichtlich nehmen die Pathfinder doch Schaden. Und ich frage mich gerade, haben die die als Versuchskarnickel benutzt? Oder ist der einfach den normalen Herztod gestorben? Der Pathfinder, der da in der Autopsie war. Gute Frage, Rätsel über Rätsel. Ist vielleicht auch nicht ganz wichtig, ich traue diesem Fischer ja alles zu. Und der Miller schreibt wieder. Ja, alle sprechen über das Atom. Okay, I told them not to trust them since they make up everything. Ja, und der hat da so ein bisschen interveniert. Und daraufhin haben ihn alle rausgeschmissen. So, genau, also der Miller,
Der würde gerne, glaube ich, darüber reden, was hier entdeckt worden ist, weil er eben diese Quantumbombe bzw. die Amrita-Energie für deutlich wertvoller erachtet als das Atom. Aber alle sprechen eben über das Atom. Das haben wir hier. Biohazard. Okay. Wir kommen näher, Leute. Wir kommen dem Live-Seed näher, glaube ich. Und? Ja, ein Upgrade fehlt uns noch, damit wir noch einen neuen Tank kriegen. Werden wir schon finden. So. Dann holen wir uns Energie. Da vorne ist ein Tank. Oh oh, oh oh. Was passiert? Hallo? Ah, okay. Ich renne einfach auf euch zu. Komm her. Hab dich doch schon. Ja. Ah, aus dem Weg. Ja, so große Schaden machen die ja nicht. Komm her, ich will mich aufladen. War da nicht irgendwo? Genau. So. Boah, die Musik ist aber immer noch unheimlich. Kommt da noch einer? Ich lade mich mal schnell auf. Nee. Oh oh. Ich glaube, so langsam kommen wir wirklich näher. No smoking. Da ist eine Druckkammer. Okay. Komm, ich will meine Energie aufladen. Yes, danke schön. Da geht's weiter. Da kommen wir her. Da geht's weiter. Wir gucken noch kurz, ob wir irgendwelche Kisten finden. Oh oh, oh oh. Da drüben ist eine Kiste. Das klingt nicht gut. Passiert jetzt irgendwas? Also außer, dass da diese beiden Schwärme kommen. Ich habe volle Energie, okay. Was haben wir hier für Tafeln? Ist nichts drauf. Okay. Da ist noch eine Kiste. Juhu. The God Hand vom Leaf Suit. Das ist die Hand, die Leben gibt und Leben nimmt. Okay, und. Gut, da geht es einfach daran. Okay, da geht es einfach darum, welche Lebewesen wie viel Energie dem Anzug geben können, dass das eben unterschiedlich ist. Warte mal, wo geht's denn jetzt lang? Hallo? Hallo? Ach, da geht's lang, genau. Okay, gut, wir machen weiter. Wo geht's da jetzt hin? Das ist die Pressure-Kammer. Ihr erinnert euch? In der letzten Folge haben wir ja eine Nachricht von der Wache gelesen, die da immer ihre Runde hatte und immer der Wissenschaftlerin in der Druckkammer zugegrinst hat. I thought the bomb being created were impossible and impressive enough, but it's what? Thanatos. Okay. Ja, also er glaubt, dass diese Bombe wirklich beeindruckend genug ist. Und dass es eine neue Waffe ist, ein neuer Prototyp ist, dass der unzweifelhaft, ja, allen die Show stehlen wird. So übersetze ich das jetzt mal. Frei nach Hawk. Wie auch immer. Ich meine, dass das eine unglaubliche Waffe ist, das ist unzweifelhaft. Wir nehmen halt einfach bloß Gedankenfetzen, Überlegungen und Stimmungen der Leute auf, die hier waren. So, das habe ich gerade mal daneben geschossen. Kann es denn wahr sein? Noch kein Zielwasser getrunken heute, Frau Hawk? Ja, gut. Wo geht's weiter? Keine Ahnung. Hier nachher, oder? Lass mal gucken, geht's hier nachher weiter? Sieht mir so aus. Gut, dann gucken wir uns erstmal da um. Oh ja, hier schreibt erstmalig ein Forscher so ganz deutlich, dass der Fischer langsam paranoid wird. Just look at the Pathfinder. Ja, der steht die ganze Zeit in der Haupteingangshalle und starrt die ganze Zeit auf diese Pathfinder-Statue, die wir auch schon gesehen haben.
Und er kann, also er versteht nicht mehr, wieso da überhaupt noch Befehle von ihm entgegengenommen werden. Na, so. Surely I can't be the only one who feels like this. Und er kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass er der Einzige ist, der das so wahrnimmt. Okay, und warum in Teufels Namen möchte Fischer, dass wir mehr produzieren? Ja, genau, und wir, die arbeiten sich ja schon halbtot. Und wir wollen, dass die Leute nicht mehr schlafen, sondern rund um die Uhr arbeiten. Oh mein Gott, we are working on explosive for crying out loud. Ja, also, Fischer ist völlig durchgeknallt. Ich glaube auch, dass seine Rivalität zu Oppenheimer da eine Rolle spielt. Würde ich wetten. Und die Probleme, die sie haben. Und der treibt alle an. Der treibt absolut alle an. Andrew Fisher. Okay. Also er hat kürzlich entdeckt, dass die Pathfinder eine Vision von ihrem eigenen Tod haben, wenn sie tatsächlich sterben. Und sie gehen einfach genau, einfach in eine neue Realität, wo sie dann weiterleben. Okay. To put it plainly, if a Pathfinder wearing a leaf suit dies through some accident, the death is traded with a life. Okay. Sie erreichen Quantum Unsterblichkeit. Also es macht einen Unterschied, ob ein Pathfinder im Anzug stirbt und, oder eben nicht. Aber da bin ich mal lieber vorsichtig, was ich euch übersetze. Ja, es geht um Quantenmechanik. Okay, ja genau. Da geht es einfach darum, dass wenn ein Pathfinder stirbt in seinem Anzug, während er den trägt, und das eben auch, ja, dass er diesen Tod weitergibt. Deswegen stirbt auch das Valley jetzt, alles klar. Das heißt, wenn ein Pathfinder stirbt, stirbt auch etwas in seiner Nähe. Gut, okay, das wissen wir. Und diese Energie machen sie sich wohl irgendwie zunutze. Tracing the life seeds location was simply matter. After years of tracking the epicenter of the. Okay, genau. Also er sagt, es war am Ende war es relativ einfach, den Life Seed zu finden, nachdem er jahrelang nach dem Epizentrum dieser Explosion oder dieses Ereignisses, was vor Jahrtausenden stattfand, gesucht hat, ist er zu diesem Lokal, zu diesem Valley hier gekommen. Und er konnte seinen Augen nicht trauen, weil er zum ersten Mal diese Orbs gesehen hat und hat gesehen, was für ein unglaubliches Energiepotenzial die haben. Gut, und zusammen mit den Pathfinders hat er dann den Life Seed gefunden. Ja, und Oppenheimer wieder diese, ja, Rivalität zu Oppenheimer. Ne, Oppenheimer würde seinen Ohren nicht trauen, wenn er hören würde, was der Fischer da Hervorragendes vollbracht hat. Oh, guck mal einer an, der Mr. Fischer hat auch den Einstein in Princeton getroffen. I couldn't help but see a hint of Oppenheimer's reflected in him. Okay. Okay. Gut, okay. Ja, wie auch immer, er hat Einstein gekannt, genau, und er hat zusammen mit dem Oppenheimer studiert. Indologie. Tja, das ist wohl ja, die Lehre der Indigenen, haha, es fällt mir das Wort nicht ein, zusammen mit dem Arthur Ryder. Okay, ihr habt es schon selbst gelesen und selbst verstanden. Ich glaube, ich muss mal eine Pause machen mit dem Aufnehmen, mir geht langsam die Konzentration flöten. Tja. Das heißt, Oppenheimer, Einstein und hier der Arthur Fischer, die kamen so quasi aus einem Stall. Und der Fischer, der ist andere Wege gegangen, weil er irgendwie von diesem Life Seed gehört hat. Und da,
Da geht's, ach Jesus, da geht's einfach um die Knappheit der Ressourcen. Okay, ich glaube, das hatten wir schon. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Wo geht's denn lang? Von wo bin ich denn gekommen? Von da oben, oder? Wo geht's jetzt weiter, Leute? Darum. Ne, oder? Heidewitzka. Doch, da geht's weiter. Hoffe ich zumindest mal. Kurz gucken, ob hier noch irgendwas rum. Feier, also okay, da. Ah, ja. I, da können wir zu Tode kommen, da ist Wasser. Also gut. Dann hüpfe ich mal. Yes. Gut. Wir müssen doch irgendwann mal zu diesem Live-Seed kommen. Hier ist wieder ein Kran. Ach was, nee. Ist jetzt irgendwas aufgegangen? Oder nur das Licht angegangen? Ich glaube, es ist bloß das Licht angegangen. Und dann nehmen wir mal Anlauf und hüpfen da hoch. Tja, dann muss da oben Kran sein, oder? Wie komme ich denn jetzt da? Okay, na, 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 na. Wie komme ich denn jetzt dahin? Da ist der Kran. Warte mal. Komm her. Da geht's weiter. Ah, Kopf angeschlagen. Floor 4. Okay. Ein Medaillon. Und jetzt geht's hier weiter. Also gut, dann nehmen wir Anlauf und hüpfen rüber. So langsam müssen wir doch irgendwann mal das Zentrum hier finden. The natural life here seems to be slowly dwindling. Edwin thinks I'm crazy, but I see it becoming quieter. Are we gradually killing this place? Yeah. That self-righteous anthropologist is stirring up trouble again. Her moral objections to this project are the last thing I need on my mind. If it weren't for the isolation policy, I'd have her removed from the premises and sent back home. Gut, okay. Also hier ging es jetzt einfach nur nochmal darum, das hat jetzt Virginia gesagt, dass sie merkt, dass das Tal stiller wird, dass alles um sie herum stirbt und der Edwin, der glaubt das noch nicht so recht. Genau. So, dann hüpfen wir jetzt hier rüber. Buff. Yes. So, da ist eine Tür. Ah, schön. Wenn da eine Tür ist, ihr Lieben, gibt es bestimmt wieder ein schönes Upgrade. Das ist eine, ja, 26 Acorns. Egal, wir haben genug. Schön, dass wir immer eingesammelt haben. So, jetzt bitte ein schönes Update. Ich will ein schönes Update haben. Ja, das ist wieder ein Energiekanister. Na gut, davon kann man einfach nicht genug haben. Und das Schöne ist, wie gesagt, wenn wir einen finden, dann kriegen wir alle Lernkanister, die wir mit uns rumschleppen, wieder gefüllt. So, jetzt, wo geht's lang? Muss ich da runter? Oh Mann, ich springe so un... Ach nee, das geht. Okay. Ich springe so ungern ins Ungewisse. Oh Mann, ich sehe so gut wie nix. Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, okay. Das ist doch das Gebiet, wo wir gegen die. Ja? Ah, guck an. Scheiße, jetzt geht's weiter nach unten. Und natürlich kommt hier auch so, da können wir nicht. Von hier aus können wir bestimmt nicht schießen. Komm schon. Da ist noch einer. Komm schon. Komm. Jetzt aber. Ja. Sehr schön. Gut, dann gleich mal Energie holen. Jetzt ging da unten dieses Ding auf. Alles klar. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, Leute, wenn meine Übersetzungen nicht so, ja. Nicht immer so sauber sind. Warte mal. Waren wir denn da schon?
glaube, von da sind wir auch mal gekommen, oder? Da geht's jetzt runter. Oh Mann. Da müssen wir runter. Müssen wir wirklich da runterhüpfen? Ich vermute es mal. So, komm, gib mir Energie. Dankeschön. Ja, ich glaube, von da sind wir gekommen. Oder da sind wir schon reingehüpft. Genau, ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, nun begreife ich es. Alles klar. Wir haben eine große Runde gemacht. Gut, dann denke ich, wir hüpfen da mal kurz runter, gucken, was passiert. Okay. Ich glaube nicht, dass wir gestorben sind, sondern ich glaube, dass wir jetzt einen neuen Level betreten. Ja, wunderbar. Das wäre dann auch der richtige Zeitpunkt, diese Folge mal zu beenden. Jedenfalls gibt es zwei Teile irgendwo, also von der Fabrik. Einmal die Waffen, der Waffenteil und dann der andere Teil. Die sind durch einen Zug, sind die verbunden miteinander. So, das Upgrade holen wir uns noch. Und dann werden wir Schluss machen für heute. So, was kriegen wir? Ballon. Get where you need faster. With Push Road Piston Maximum Velo City Upgrade. Wow. Das heißt, wir können jetzt noch schneller rennen, oder wie? Oh Gott, als ob wir nicht schon schnell genug wären. Ah, was passiert denn? Müsste mich so erschrecken. Our newly developed Push Road Pistons will allow Pathfinders to achieve an unprecedented velocity. By energizing the tunnel rails, the Leaf Suit should conduct enough energy to reach immense speed. Okay. Gut. Also, wie ich gesagt habe, mit diesem Upgrade können wir. Ja, on the rail, wahrscheinlich da, wo die Dings sind, wo die Züge sind, können wir eine unglaubliche Geschwindigkeit erreichen. Okay, nun reicht's aber für heute. Wir beschäftigen uns morgen oder in der nächsten Folge damit. Ist ja nicht morgen, sondern in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.